Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Sins of the Solar Empire Star Trek Armada 3. Wir haben beim letzten Mal einen wirklich harten Angriff der Borg abgehalten. Die Romulaner sind immer noch... Ach, was soll man sagen? Locutus von Borg ist anwesend auf dem Schlachtfeld und ballert hier Torpedos und ähnliches raus ohne Ende. Jetzt kriegt die romulanische Flotte hier natürlich richtig einen auf den Sack. Das heißt, naja, in dem Moment, wo Locutus hier ankam, wäre es eigentlich schon angebracht gewesen, den richtigen Befehl zu geben. Aber dafür führen wir jetzt ein paar gute Warbirds, ja? Egal, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir hier richtig unter Feuer kommen. Leider kann ich die taktischen Kapazitäten nicht weiter erhöhen. Das ist ein bisschen ärgerlich an dieser Stelle. Reinforcements have arrived. Einmal können wir noch mehr Dinger bauen. Ah, 65 geht wohl. Auch wenn nur noch Space Mines von 40 steht. Aber egal, wir haben welche. Achso, warte mal, da, hier. Promelian Minefield, extra Space Mines, 25. Jetzt sehe ich klar. Sehr gut. Okay, wir haben hier ein bisschen Flotter. Das ist immer noch unser Polaron-Torpedo, aber eigentlich können wir die auch automatisch leveln lassen. Sollten wir auch machen. Damit wir das hier nicht irgendwie verpassen. Gauron nehme ich mal selbst an die Hand. Du? Ach da. Death Rides. Okay. Wir wollen das Ding jetzt hier haben. Muss meine Kapazitäten, Bottenkapazitäten drastisch erhöhen. Deswegen werden wir das da jetzt mal erforschen. So, hier brauchen wir mehr Feuerpower. Mehr Lebenspunkte, mehr Feuerpower, mehr Schilde, mehr Panzerung, mehr alles. Wir müssen den Borg jetzt einfach mal zeigen, aus welchem Holz wir hier geschnitten haben. Mehr Range ist ganz wichtig. Gibt es auch mehr Range? Nein. Damage? Range. Range increased, ja. Ganz wichtig. 30% mehr Range ist super wichtig für uns, weil die Borg halt gerne außerhalb der Reichweite von unseren Waffen bleiben. Finde ich nicht so lustig, aber ist halt so. So, Jungs. Was sagt meine Flotte? Flotte sagt, geht los. Wir haben nicht viel, aber wir haben ein bisschen was. Muss reichen. Das muss reichen tatsächlich, um hier ein bisschen Platz zu machen. Moving now. We have created a new weapon. Locutus hat auch schon 55.000 Lebenspunkte. Der Typ hat mit seinem Kubus genauso viele Lebenspunkte wie unsere Sternenbasis. Wir haben 56.000. Gut, wir haben noch 50.000 Schilde. Also, wir hatten nur 10.000 und 9.500 sogar nur. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz ist das Ding eine echte Festung. So, wenn wir das haben, wieder zurück nach Hause. Aha, die kamen sie schon. Gentlemen, Locutus ist anwesend. Erheben Sie sich, der Captain spricht. Aber davon haben wir nichts. Also hätte ich gerne so ein paar Death Rides hier. Ein paar Kittingers, die vielleicht noch was reizen. Reißen. Reizen tun die natürlich auch. Reizen. Arme schon, dass ich irgendwo gleich Wedges stehen. Da ist schon leider ein Warlock rausgegangen. Lancer Turrets tun, was sie können. Jetzt haben wir nicht mehr genug Ship Crew available. Die arbeiten nach, genau, der wird gerade erforscht. So, Jungs, ich hasse es zwar, aber ich muss euch wieder darum bitten, dieses System hier zu verteidigen. Ah ja, da kommt die Föderation rüber. Schöne große Flotte hier. Die können das an der Stelle. Also auf jeden Fall können sie mehr als ich. Wir sind gerade so ein bisschen stärker unter Feuer hier. Nervigerweise. Alright. Alright. Sieht gut hier aus. Kommt vielleicht mal. Ja, ne? Wir sollten uns langsam mal haben.
finde ich jetzt auch nochmal. Schiffswerft, großer Schiffswerft. Zwei davon. Tradeport. Und dann brauchen wir zwei fettige. Research Stations. Ah, wir kriegen nur eine. Na gut, eine Tactical Research Station. Unsere Flotte ist auf dem Weg zurück nach Hause. Sehr gut, den einen haben wir gereinigt. Genau, mach die Wedges weg. Der steht da genau richtig. Mach die Wedges weg. Oh, ja, wie viel ist das denn? Der steht noch. Ja, der geht gerade. Die Station kriegt gerade richtig einen auf den Sack. Ja. Das ist schon. Taktische Sphäre, Level 10. Wie kommen die bitte auf Level 10? Wie kommt Lokutus auf Level 10? Ich meine, in seinem Gebiet hier hinten dürfte es eigentlich nicht mehr geben, was er aus erfahrungstechnischen Gründen schrotten könnte. Wir haben gleich die Flotte da verloren. Das wäre äußerst unangenehm. Unsere Flotte kann sich mal dringend dem Lokutus widmen. Dann verlieren wir auf jeden Fall auch was. Also, die Föderation gegen die Borg ist irgendwie keine gute Kombination, muss man dazu sagen. Ziehen sich auch schon wieder zurück. Was schlecht für uns ist, weil solange wir sich zurückziehen, schießen sie nicht. Das ist fatal. Wir setzen mal schnell auf einen Notsignal aus. Kompass, ja, da unten. Gehört das zur Flotte? Ja, zum Flottenschiff. Sehr gut. Das war auch die letzte Station. Das letzte Signal, das unsere Kommandostation hier abgegeben hat. Muss man jetzt so dazu sagen. Ja. Ansonsten haben wir hier tatsächlich alles weggeballert, was wir haben. Der Lokutus hat. Er hat jetzt aktuell noch mehr Lebenspunkte als wir, als er hatte, bevor er dieses System betreten hat, einfach weil er gelevelt hat. Das ist doch schön. Die bringen, im Prinzip bringt das alles nicht. In die Borg. Das ist so bitter. Wir gehen gerade die ganzen Borg-Kreuzer drauf. Ja. Waren jetzt alle Warschaftsmeister. Und im Vorbeigehen bombardieren sie noch 5 Minuten mehr. Das ist ihnen fällt. Wir haben jetzt quasi wirklich die gesamte Flotte gebrochen hier. Und das mit quasi einem Borg-Kubus. Immer noch 53.000 Lebenspunkte. Alter Schwede, wir hatten eine unglaublich gute taktische Voraussetzung, um zu mauern. Aber no way, gegen Borg-Schiffe haben wir keine Chance. Und das sind ja effektiv, wenn man sich jetzt mal drauf nimmt, war vorher auch nicht mehr. Das war ein Balken mehr. Es waren drei Balken. Das heißt, das hat nicht
mit einer vollen Borg-Flotte zu tun. Das sind drei Daemons. Das ist eine taktische... Okay, die sind alle Level 10. Alter Schwede. Wenn unsere noch auf Level, keine Ahnung, was rumcruisen. Okay, das heißt, wir haben ja vier Capital Ship auf Level 10 plus ein Hero auf Level 10. Und der Hero allein, er hat jetzt einen Max von 65.000. Als er das System betreten hatte, hatte er noch ein Maximum von... Was war es? 55.000 oder so? Ich glaube 55.000 oder 50.000. Das heißt, er hat jetzt alleine, durch die Levels, die er bekommen hat, 15.000 Höhenpunkte bekommen. Eine Rüstung von 33. Alter Schwede. Plus 50% Weapon Range, plus 25% Damage Output, plus 35% Chance to Hit, plus 25% Damage Reduction, 10 Antimatter Restored per Second. Ability Antimatter Cost 15% günstiger. Okay. Kann man mit Leben, was man so will, aber der hat halt Leben ohne Ende, hat eine unglaublich starke Rüstung und hat per se, ich weiß nicht, wie viel Bank Targets der erfassen kann. Ich weiß nicht, ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber der kann mindestens 4 Targets gleichzeitig erfassen. Das heißt, er macht diesen Damage Output von 420 bis 498 auf 4 Ziele gleichzeitig. Und da das die meisten Borg-Schiffe sind, also Daemons können das, die Tactical Spheres können das, hier ist noch ein Tactical auf Level 9, der kann das auch. Da die Borg generell ihren Schaden immer auf viele verschiedene Teile splitten, haben die es halt nicht nötig, sich mit den Kleinkram wie Raptoren oder sowas abzugeben. Das heißt, den ganzen Kleinkram, den eine Flotte so hat, den kannst du bei den Teilen ja einfach vergessen, weil die das im Vorbeigehen zerlegen. Jo, also, ich würde sagen, good game. Die Borg haben mittlerweile auch den Marquis hier unten aus. Da ist ein taktischer Kurs auf Level 7. Ich breche ins Essen. Alter Schwede. Okay, also ich gebe es nicht gern zu, aber wir haben uns definitiv übernommen. Mir kamen schon leichte Zweifel, als ich hier hinten eine Unimatrix gesehen habe. Die ist schon unglaublich schwer zu knacken mit 95.000 Lebenspunkten und was weiß ich was für ein Panzerungswert. Aber jetzt sind wir gerade von Locutus ordentlich in den Arsch getreten worden und im Hintergrund steht noch ein taktischer Kubus. 7 of 9, zweimal, von beiden jeweils einmal. Ein Trapezoid, noch ein Daemon auf Level 10. Das heißt, selbst wenn wir mit Mühe und Not den ersten Angriff überlebt hätten, nämlich den hier, der zweite Angriff hätte uns so in den Arsch getreten. Gentlemen, ich würde sagen, wir sind einfach kein Gegner für die Borg. Unsere KI war eigentlich auch gar nicht so schlecht eingestellt. Die hatte auch schöne Flotten. Und wir hätten da durchaus eine Menge reißen können. Dann sogar Tavara Warbirds hier schon rumdümpeln. Die sind sehr gut. Aber der Output der Borg, der ist uns einfach über. Die machen einfach zu viel Schaden gegen uns. So, Gentlemen. Ich sag's nicht gerne. Ich gebe mich mal wieder geschlagen. Ich weiß, wir haben beim letzten Mal schon das Dominion verloren. Ich hatte eigentlich gehofft, wir können jetzt hier siegreich gegen die Borg hervorgehen. Aber ich hatte einfach nicht bedacht, wie imbar die Borg sind. Also es macht so den Eindruck, als wären die Borg der ideale Gegner, wenn man mit 3, 4, 5 Menschen kämpft gegen einen gut eingestellten Borg. Dann könnte das ein sehr herausfordernder Kampf werden, denke ich. Aber in unserem Fall ist es einfach ein Gemetzel gewesen. Jo, ansonsten wünsche ich euch natürlich mal wieder einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, euer Panemetzer Zensis.